Ich vermute jetzt einfach mal, dass die Leute, die jetzt gleich reinkommen, das dann schon wissen. Was ist GitLab? Genau, also es haben sich ganz viele Leute hier gemeldet, die wissen, was GitLab ist. Versionsverwaltung habe ich hier gehört. Was ist GitLab noch? Michael? Ein Passwort. CI-Plattform. Genau, eine CI-Plattform. Also es ist eine Plattform, und das geht noch viel, viel weiter. Es ist eine Plattform nicht nur für Versionskontrolle, sondern auch für den kompletten Software-Development-Lifecycle. Das ist ein schönes englisches Wort, aber es geht im Prinzip um den kompletten Entwicklungszyklus, der in der Software, alle Aktivitäten, die in der Software benötigt werden, die werden in so einem Tool abgebildet. GitLab ist auch nicht das einzige Tool, was es gibt auf dem Markt. Es gibt GitHub, das ist ja wahrscheinlich sogar noch mal bekannter, auch weil viele Open-Source-Projekte auf GitHub gehostet sind. Aber auch GitHub hat die ganzen anderen Möglichkeiten, CI-Pipeline, wo man automatisiert Tests laufen lassen kann, automatisiert bauen lassen kann und so weiter. Also das ist im Prinzip GitLab, oder das ist im Prinzip dieses Tool. GitLab ist im Vergleich zu GitHub einfach die Open-Source-Alternative dazu, was ich persönlich sehr, sehr gut finde, weil ich bin auf jeden Fall ein großer Fan von Open Source und glaube auch, dass man mit Open Source, dass wir auch die Welt, die Gesellschaft auch ein bisschen besser damit machen können, einfach weil wir aufeinander aufbauen können, auf dem Wissen von anderen aufbauen können und so einfach immer eine bessere, in dem Fall die GitLab-Plattform haben können. Genau, das ist mal ein kleiner Blick in GitLab rein. Ich meine, viele von euch hatten sich ja schon gemeldet, das heißt, ihr wisst, wie das grob aussieht. Man hat hier Projekte. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, es ist Open Source. Das bedeutet, es gibt das Unternehmen GitLab. Die haben vor 10 Jahren, sogar noch mal früher, glaube ich, 2012, glaube ich, oder so, haben die angefangen, tatsächlich GitLab zu entwickeln. Alles am Anfang schon Open Source. Und haben dann sich nach und nach dazu entschieden, weiterhin Open Source zu sein. Sie haben eine sehr große Open Source Culture, also Kultur, die sie da fördern. Aber sie haben auch Enterprise Features in der Plattform, die dann für, naja, wie der Name schon sagt, für Enterprises, also für größere Unternehmen gedacht sind. Es gibt aber nichtsdestotrotz bis heute, und das wird es auch noch vermutlich in Zukunft auch noch geben, die Community Edition. Und die ist sehr umfangreich. Also die Community Edition ist die Edition, die auf dem Also der komplette Code ist einsehbar, also auch der Code für das Enterprise-Feature ist einsehbar, aber Teile davon werden dann, oder ein großer Teil davon, wird in der Community Edition zusammengeführt. Und das ist dann das, was wir auch frei benutzen können und für alle Anwendungsfälle. Und das wird tatsächlich von sehr, sehr vielen Organisationen benutzt, von sehr, sehr vielen Organisationen, Enterprise, also große Unternehmen nutzen das, aber auch Unternehmen und Institutionen, die auch auf digitale Souveränität setzen. Beispielsweise, das hier sieht man nicht so ganz gut hier oben, aber da steht Code Schleswig-Holstein. Also, unser schönes Bundesland Schleswig-Holstein hat auch eine GitLab-Instanz, wo sie verschiedenste Projekte, und das hier sind jetzt alles öffentliche Projekte, also ich habe da auch keine Counter drauf, aber das sind einfach verschiedene Projekte, die von der digitalen, also von der Verwaltung, oder das sind Projekte, wo die Verwaltung Code, aber auch nicht nur Code, sondern auch PDFs und dann viele, viele andere Sachen dort hinterlegt und auch öffentlich zugänglich macht. Der Vorteil, wenn man das auf der GitLab-Plattform macht, dass man dann viele Mechanismen, die sich einfach bewährt haben bei der Softwareentwicklung, dass man die dann auch gleichzeitig mit dazu hat. Versionsverwaltung wurde schon genannt, dass man die verschiedenen Versionen sehen kann. Da kann man dann natürlich in jedes dieser Projekte reingehen. Keine Ahnung, was das jetzt hier ist, aber guck mal, der Jesper, Mr. Open Data, hat hier auf jeden Fall was Schönes hinterlegt, und darauf kann man zugreifen, kann man theoretisch auch erweitern und so weiter. Und einfach als weiteres Beispiel, es gibt nicht nur unser schönes Bundesland, Schleswig-Holstein hat eine eigene GitLab-Plattform, es gibt auch Open Code, das wird sogar von der Bundesverwaltung her gemacht, das ist das CENDIS, abgekürzt Zentrum für digitale Souveränität. Und da liegen auch sehr, sehr viele Projekte drauf, beispielsweise OpenDesk. Auch wo wir ein paar Kollegen hier haben, die auch daran arbeiten. Das finde ich auch ganz toll. Und das fördert natürlich auch die ganze Open-Source-Kultur innerhalb von Deutschland. Also es ist sehr weit verbreitet, und es ist auch nicht nur in solchen öffentlichen Kontexten, sondern auch viele große Unternehmen nutzen das. Genau, Siemens beispielsweise hat ein internes GitLab, aber auch ganz, ganz viele andere Automobilhersteller. Warum? Weil sie nämlich die Flexibilität haben wollen, Sachen anzupassen. Sie haben bestimmte Sicherheitsregularien, die es ihnen nicht erlaubt,
teilweise für bestimmte Projekte, das auf GitHub zu hosten oder auf GitLab zu hosten. Deswegen nutzen die das einfach intern. Genau, also es ist ein weit verbreitetes Stück Software. Genau. Bevor ich jetzt aber weitergehe, wollte ich nochmal kurz sagen, wer ich bin. Ich bin Gerardo Navarro, ich bin GitLab Open Source Contributor. Also ich arbeite nicht für GitLab, ich arbeite an GitLab und versuche da verschiedenste Bugs, neue Features, Performance Improvements, also Verbesserungen, dass die Plattform einfach schneller läuft, versuche ich reinzubringen und habe da jetzt auch eine gewisse Erfahrung gesammelt und wollte dann jetzt einfach davon berichten. Und genau, was mag ich mehr als Open Source zu contributen? Jetzt für GitLab, ja, ich und mein Team, wir haben auch noch andere Projekte, an denen wir arbeiten. Aber was ich mehr mag als Open Source Contributions, ist es, anderen Leuten dazu zu bewegen, auch Open Source Contributions zu machen. Und an der Stelle möchte ich auf jeden Fall mal so einen kleinen, auch einen Hinweis geben. Eine Open Source Contribution bedeutet nicht Code. Also es muss nicht unbedingt nur Code sein. Ja, also nicht Code ist nicht unbedingt eine Open Source Contribution, sondern auch jeder Hinweis, jedes Issue. Jedes Feedback ist tatsächlich auch Gold wert für eine Community, auch jede Art und Weise, die Community zusammenzubringen. Also so ein Event, wie wir hier haben, ist auch schon eine Contribution, jetzt nicht explizit für GitLab, aber halt explizit für die Open Source Community. Also da auf jeden Fall wollte ich nochmal sagen, dass Open Source Contributions oder Contributions generell nicht nur Code sind, sondern auch andere Sachen. Wie bereits erwähnt, Feedback. Alleine Feedback ist schon super, super hilfreich für ein Team, was ein Open-Source-Projekt an einem Open-Source-Projekt entwickelt. Genau. Gerne, wenn ihr Fragen habt, sagt gerne Bescheid. Genau. Heute geht es um Open-Source-Contribution, so heißt das, glaube ich, der Vortrag. Ja? Open-Source-Contribution zu GitLab, genau. Und ich mache heute diesen Vortrag, oder dieses Format, mache ich jetzt heute zum ersten Mal. Im Sinne, dass ich wirklich versuchen möchte, das hatte ich am Anfang schon gesagt, versuchen möchte, euch zu bewegen, dass wir innerhalb von den 60 Minuten, jetzt nur noch 40 Minuten, eine Open Source Contribution zu machen. Und ich habe mir da Mühe gegeben, die verschiedenen Ressourcen, die GitLab auch selber anbietet, um einfach eine Contribution zu machen, zusammenzutragen, das zu kondensieren, sodass wir wirklich eigentlich sehr basic eine kleine Mini-Contribution machen können und dass wir einmal den Prozess komplett durchgehen. Ich kann den hier einmal zeigen, aber ich würde euch auch gerne einladen. Ihr könnt da gerne auch mitmachen. Man muss da keine großartige Entwicklungsumgebung installieren. Das ist alles schon, das wird alles schon mitgeliefert mit den verschiedenen Tools, die wir hier haben. Genau. Also, wenn ihr Lust habt, holt euer Laptop raus. Wir haben auf jeden Fall gleich noch ein bisschen Zeit. Aber ich fange einfach mal an und vielleicht bekommt ihr dann später auch Lust. Genau. Warum sollte man an GitLab oder, ich meine, ihr könnt auch GitLab eigentlich als Synonym nehmen für andere Open-Source-Projekte, weil viele von den Gründen, die ich jetzt gerade erzähle, warum man contributen sollte, lassen sich auch sehr, sehr einfach auf andere Open-Source-Projekte auch anwenden. Ja, was ist ein Grund? Und zwar das Thema Co-Create GitLab, das ist jetzt Englisch, bedeutet einfach, dass man wirklich mitarbeiten kann. Also Open-Source-Projekte erlauben es einfach, selber seine Gedanken, seine Ideen mit einzubringen und dann aktiv das Projekt auch mit zu verändern. Mit den Wünschen, mit den Erfahrungen, die man mit der Software gemacht hat und so weiter. Und das ist natürlich eine super Sache. Also ich weiß nicht, ob ihr mal versucht habt, bei Microsoft irgendwie eine Veränderung reinzukriegen, dass irgendwie Clippy wieder zurückkommt. Ich glaube, das ist nicht so erfolgreich. Genau. Ein weiterer Grund ist, Open-Source-Projekte sind, oder bestimmte Open-Source-Projekte haben eine gewisse Größe, aber sind, weil der Code auch offen ist, neigen auch dazu, und das ist meine Erfahrung auf jeden Fall, dass die Code-Qualität sehr wichtig ist, weil nämlich viele Leute drauf gucken und das wiederum erlaubt uns als Contributern dann auch davon zu lernen und einfach selber besser zu werden, weil wir häufig in unseren eigenen Teams vielleicht unsere Art und Weise haben, Software zu entwickeln. Wenn wir aber dann diesen externen Einfluss auch noch mit reinkriegen, externe Reviewer mit reinkriegen, wenn wir das öffnen und einfach für Feedback offen sind, dann verbessern wir uns auch dadurch, finde ich auch einen sehr, sehr wichtigen Aspekt und einer, den ich auf jeden Fall bestätigen kann jetzt in der Contribution-Reise, die ich bei GitLab gemacht habe. Man ist Teil einer Community, jetzt in dem Fall sind es über 4000, also die haben hier auch ganz unten auf dieser Seite
haben die auch hier die exakte Zahl, 4039 plus, was auch immer das heißt. Aber auf jeden Fall sind sehr viele Contributor, die daran arbeiten. Wie gesagt, GitLab ist eine Plattform, die sehr weit verbreitet ist. Ich hatte eben gerade schon ein paar Beispiele genannt, aber es wird auch wirklich überall auf der Welt eingesetzt. Das bedeutet, sehr viele Leute haben auch schon contributed, also sowohl Code als auch Feedback, als auch Übersetzungen. Hier unten gibt es auch nochmal eine schöne Übersicht, was man theoretisch woran man da mitarbeiten kann. Das ist ein Teil ist Code, klar, das ist so am offensichtlichsten, aber das andere ist natürlich auch Dokumentation. Und da auch wirklich das Simpelste ist, einfach Typos zu fixen. Also es ist tatsächlich so, dass an ein paar Stellen einfach die Dokumentation einfach orthografisch falsch ist, aber dann auch vielleicht nicht so ganz verständlich. Und einfach das zu lösen und da neue Vorschläge reinzubringen, das alleine ist schon super hilfreich. Geht weiter über Übersetzungen, dass wir hier verschiedenste Sprachen oder dass wir die Plattform auf verschiedene Sprachen übersetzen, dadurch nochmal die Accessibility, also der Zugriff auf diese Plattform für verschiedene Länder und Kontinente auch dadurch einfach erweitern. Man kann an der UX arbeiten, man kann einfach, ja, Evangelism, darunter würde wahrscheinlich sowas fallen, was ich jetzt hier heute mache, dass man da so ein bisschen als Prediger hier die GitLab Contributions fördert auf diese Art und Weise. Und es gibt auch ganz viele andere Sachen, an denen man arbeiten kann. Also es ist wirklich eine große Bandbreite, was man da machen kann. Genau, wenn ihr anfangt mit GitLab, an GitLab arbeiten zu wollen, dann ist also die Links, die werde ich auch nochmal in einem Blogpost nochmal zusammenfassen, das kann man da vielleicht teilen, in den Shownotes. Aber es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit, also das hier ist das GitLab Repository, es gibt über 76.000 Issues, das ist eine Menge, und viele von denen sind auch natürlich umfangreicher. Es gibt aber hier auch ein paar Labels, die man einsetzen kann, um wirklich herauszufinden, was sind so die einfacheren Sachen, um da einfach mitzuarbeiten. Da kann man auf jeden Fall mal durchscrollen, wenn man mal Lust hat und da wirklich mal, ja, einfach wenn man Lust hat, dann kann man wirklich sich ein Ticket vornehmen und dann versuchen, mal da was zu bauen. Heute schaffen wir es definitiv nicht, eines dieser Tickets zu bearbeiten, weil das ist viel zu aufwendig für die 60 Minuten, sondern ich habe es nochmal weiter runtergedampft, denn es gibt auch eine Reihe von Tickets, die auf den ersten Blick etwas größer scheinen, aber relativ einfach umzusetzen sind und sich auch gar nicht großartig beziehen auf das UX, auf die Art und Weise, wie GitLab funktioniert, sondern es geht eigentlich eher da. An der Stelle beispielsweise habe ich ein Ticket rausgesucht, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass man das sehr schnell hinbekommt, dass man Code-Style, also dass man die Art und Weise, wie der Code geschrieben wird, auto-generiert sozusagen verbessert. Und das alleine ist auch schon eine Contribution. Also den Code zu verbessern, damit andere wiederum auf deiner Verbesserung arbeiten können und den Code dadurch leichter verstehen, das ist natürlich auch schon eine super Sache und ist mir an vielen Stellen, bin ich auch darüber gelaufen über den Code und habe dann halt auch festgestellt, ja, der ist leider nicht so formatiert, wie man es erwarten würde. Und dann kann ich es entweder selber machen oder freue mich auf jeden Fall, wenn das dann einen Monat später auf jeden Fall wieder besser und anders aussieht. Das heißt, an der Stelle jetzt konkret ein Beispiel, ich erspare euch jetzt hier das ganze Durchlesen, aber in dem Fall ist es, GitLab basiert auf Ruby, das ist eine Programmiersprache, genauso wie Java eine Programmiersprache ist, und Ruby hat ein Formatter, also ein Tool, wo man automatisch den Code formatieren kann. Das ist eine super Sache, weil dann sieht der Code überall gleich aus. Und genau das strebt auch die GitLab Codebase und die GitLab Entwickler, genau das streben sie auch an. Das ist dieses RuboCop und in der ganzen Codebase gibt es ehrlich gesagt ganz schön viele RuboCop Offenses, also sprich Probleme, wo der Code nicht so formatiert ist, wie es RuboCop erwarten würde oder wie es das GitLab-Team erwarten würde. Aber zu unserem großen Vorteil gibt es die Möglichkeit, dass RuboCop automatisch einen Teil dieser Fehler fixen kann, also automatisch lösen kann, sodass wir auch gar keinen Code schreiben müssen heute, sondern wir können einfach mal den RuboCop, also einen Befehl laufen lassen und dadurch wird es dann automatisch gefixt und den können wir dann submitten, also da können wir einen Merge Request erstellen und dann wird er höchstwahrscheinlich angenommen. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Genau. Richtig. An der Stelle kann ich auch gleich mal weitermachen. Ich habe mir mal eine,
Also wenn man sich hier mal die Liste anschaut von den ganzen Offenses, also von den ganzen Problemen, die die Codebase hat, da kann man sich eines raussuchen. Ich habe mir mal ein einfaches rausgesucht, und zwar fix space inside parents. Hier mal ein ganz kleines Beispiel. Ja. Laut dem Rubocop ist das hier schlechter Code. Also wenn ein Leerzeichen, wenn eine Klammer ist, dann soll da kein Leerzeichen davor sein oder dahinter, sondern das soll alles zusammen sein. Ja, und genauso soll auch, also es soll einfach kein Leerzeichen innerhalb einer Klammer sein. Könnt ihr das lesen da hinten? Ja? Ich kann es auch noch ein bisschen größer machen, geht auch noch. Okay, das wird ja zu gehen, weil das ist in Ordnung. Ich glaube, es geht hier gar nicht semantisch auf den Code, würde ich hier gar nicht richtig eingehen. Das ist nur ein Beispiel. Das ist auch gar kein Beispiel von der GitLab Codebase. Das ist einfach nur ein Beispiel, was jetzt diese Offense macht, um euch das ein bisschen plastischer zu machen. Also im Prinzip, was wir hier versuchen, ist einfach das, da bin ich jetzt ein bisschen zu weit. Genau. Also wir wollen einfach hier, oder das GitLab-Team sagt, die GitLab Codebase soll so aufgebaut sein, dass keine Leerzeichen innerhalb einer Klammer sind. Ja, keine unnötigen Leerzeichen. Dadurch wird der Code lesbarer und so weiter. Ist eine Kleinigkeit, aber tatsächlich gibt es eine Reihe von Dateien. Hier kann man sie beispielsweise sehen. Das ist eine Exclude-List, eine Liste von Dateien, die explizit von dieser Regel erstmal ausgenommen sind. Das hat das GitLab-Team gemacht, weil sie nämlich, also sie haben auf jeden Fall Lust, aber das sind natürlich ganz kleine, kleinere Aufgaben, die sie gerne auch nach hinten schieben, zu Zeiten, wo sie vielleicht wo sie einfach mehr Kapazität haben und die aber auch sehr, sehr gut für die Community geeignet sind, um einfach mal reinzukommen in den Code, um einfach mal sich den Code anzuschauen, um zu schauen, wie der Prozess ist und so weiter. Genau, also hier sehen wir einfach eine Liste von Dateien. Ist jetzt irrelevant, was das jetzt alles ist, ne? Das hat eigentlich keine Bedeutung, sondern es ist halt einfach diese Datei, da drin ist ein Offense drin und die wurde hier geexcluded, damit Rubocop denkt, dass der GitLab-Code immer noch schön aussieht. Aber er ist nicht schön, weil das hier ist ein, also weil da drin sind halt noch Fehler drin. Und die würde ich gerne mit euch heute lösen. Und was wir da machen können ist, es gibt auf der GitLab-Seite gibt es auch ein Tutorial, wie man ganz einfach GitLab-Contributions machen kann. Und an der Stelle ist es so, dass man auf jeden Fall einen GitLab-Account braucht. Ich sehe hier zwei Leute, die haben einen Laptop. Willst du mitmachen? Hast du Bock? Hast du einen GitLab-Account? Gerade erstellt. Sehr gut, super. Hast du einen GitLab-Account? Kannst du einen GitLab-Account machen in der Zeit? Ich glaube, wir haben auch noch richtig viel Zeit. Also es ist wirklich super einfach. Und ich kann euch sagen, es gibt am Ende, gibt es nicht nur so eine schöne Badge, wie ich hier hatte. Also hier gibt es da so eine schöne Badge. Ja, dann bekommt man hier auf seinem Profil so ein schönes Zeichen und sagt so, ey, geil, ich bin hier GitLab-Contributor. Sondern man bekommt auch so eine Tasse, wo dann drauf steht, das kann ich jetzt leider nicht zoomen, ja, congratulations on your first GitLab contribution. Ja, das ist hier so eine richtig schöne Tasse. Genau. Also da versucht natürlich auch GitLab einfach die Community an der Stelle einfach ein bisschen zu, was heißt zu motivieren? Also ich meine, als ob das hier eine Motivation ist. ist eine Tasse einfach. Aber die E-Mail, wo ich meine Postanschrift einhabe. Wie bitte? Wie kommen wir an meine Postanschrift, um das zu schicken? Also du musst das auch nicht eintragen. Ja? Also du kannst auch auf eine Tasse verzichten. Du kannst auch dafür beispielsweise auch Bäume anpflanzen. Das bieten die auch an. Dass man einfach sagen kann, hier in meinem Namen oder nicht mal in meinem Namen, in irgendeinem Namen, pflanzt einfach mal Bäume für mich an, und das machen sie dann sozusagen für bestimmte, also für Contributions, für die erste Contribution auch auf jeden Fall. Genau. Also musst du nicht mal eingeben, das ist alles freiwillig. Ja? Also schicken die nirgendwo hin, einfach so, sondern die fragen dich dann. Genau. Super. Also, die Leute, die mitmachen wollen, GitLab-Account erstellen, super. Dann sagt ihr mir bitte, wie ihr heißt, und dann kann ich euch gleich hinzufügen, weil dann dadurch könnt ihr dann auch schön einfach contributen, ohne dass wir großartige Probleme haben. Ich mache mal kurz weiter und dann kommen wir an der Stelle dazu. Hast du eine Frage? Gut. Genau. Man würde jetzt denken, GitLab ist ja ganz schön große Software, also richtig große Plattform. Das ist kein kleines Mini-Projekt, sondern das ist wirklich, da arbeiten alleine GitLab
die Entwickler, die da arbeiten, sind über 1000 Leute, die daran arbeiten, GitLab intern. Dann kommen noch dazu nochmal 4000 Contributor, also da ist schon eine richtig Menge Code drin, ne? Und die Plattform ist auch sehr, sehr groß. Das bedeutet, wenn man an so einer Plattform entwickeln will und richtig, ich sag mal, wirklich tiefergehende Features implementieren will, dann braucht man dafür eine Entwicklungsumgebung. Das kennen die Entwickler unter uns, kennen das. Man braucht einfach eine Entwicklungsumgebung, wo man lokal Sachen entwickeln kann, testen kann und dann, wenn man sich sicher ist, dass alles funktioniert, schiebt man die Änderungen hoch. Also man pusht es oben, man erstellt ein Merge Request und bietet dann diese Änderung dem Team an. Weil GitLab so groß ist, erfordert es auch sehr, sehr viel Setup, also dass man wirklich sehr, sehr viel einrichten muss. Da gibt es 4 Möglichkeiten, wie man das machen kann. Für wirklich kleine, super kleine Änderungen gibt es einfach die Web-EDI. Das ist eine Möglichkeit, wo man wirklich da muss man gar nichts einrichten, da kann man wirklich einfach den Code oder auch die Dokumentation, das bietet sich super an für Dokumentation, hier steht, für kleinere Änderungen, wie beispielsweise, wo man Typos anpasst, kann man auch wunderbar ohne irgendein Setup machen. Man geht einfach, man kann da einfach in ein, also in hier irgendwie ein, kann man das hier machen? Nee, kann man nicht. Nee, kann man nicht. Ups, Entschuldigung. Also man geht einfach wirklich über die Web-Oberfläche rein. Das kann ich gleich zeigen, aber das wollte ich jetzt nicht zeigen, sondern es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, und zwar schöne Unternehmen Gitpod. Sogar ein Kieler Unternehmen, also nochmal hier Lokalpatriotismus, ein Kieler Unternehmen arbeitet da an der Stelle eng mit GitLab zusammen und bieten hier eine Möglichkeit an, wo man wirklich sehr einfach, wo die komplette Entwicklungsumgebung für GitLab einfach automatisch aufgesetzt wird und dadurch haben wir dann die Möglichkeit, ohne großartige Einrichtung zu machen, ohne dass ich hier irgendwie was programmieren muss auf meinem Rechner oder einrichten muss auf meinem Rechner, kann ich einfach an GitLab arbeiten. Das ist Gitpod. Und das ist das, was ich heute empfehlen würde für diese Art der Contribution, wo wir versuchen wollen, die Leerzeichen in den Klammern wegzukriegen. Das würde ich gerne mit euch machen. Genau. Und wie gesagt, man kann sich hier durchklicken, dann kommt man hier an diese Stelle, dann sagt er hier, ja, du brauchst einen Gitpod-Account, vielleicht, also versucht das auch mitzumachen. Ich kann auch gerne den nochmal zeigen, wie man da hinkommt. Genau. Aber ich meine, wir haben ja gleich noch Zeit und das geht auch alles sehr schnell. So, genau, das hier ist Gitpod. So, ich kann hier einfach den Workspace öffnen. Genau, das dauert eine Weile, wenn man das erste Mal macht. Ich hoffe, dass der jetzt hier deutlich schneller ist. Ich hatte es vorhin schon mal initialisiert, weil dann im Hintergrund baut er halt ganz, ganz viele Container auf, die dafür nötig sind, damit man ein GitLab weiterentwickeln kann. Aber es ist eine super Sache, weil ich an der Stelle, ich meine, ihr seht, ich habe gar nichts eingerichtet, lokal, das ist alles hier im Browser. Ist alles hier im Browser und ich kann damit trotzdem wunderbar, wunderbar dann entwickeln. Genau, richtig. Genau, der Vorteil ist, wenn man das lokal macht, dass man dann deutlich, also einfach mehr Ressourcenzugriff hat, weil häufig sind die eigenen Rechner, die man hat, dann nochmal, oder Entwickler, Entwicklungsrechner, sind dann nochmal, haben mehr Power. Und dadurch geht dann die Entwicklung einfach nochmal schneller, weil die Codebase, wie gesagt, sehr groß ist. Das heißt, bestimmte Sachen dauern einfach auch sehr, 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 sehr lange. Also einfach um ein Beispiel zu geben, mal die ganze Test-Suite, die für GitLab, wenn die einmal durchläuft, das dauert mehrere Stunden. Also das ist nicht eine Sache, die so 2 Minuten dauert oder so, sondern das dauert mehrere Stunden. Das macht man nicht in der Entwicklung, sondern man konzentriert sich dann immer nur auf die Teile, die man selber geändert hat. Aber damit am Ende der Release kommt, damit GitLab am Ende eine neue Version erstellt, da wird sehr, sehr viel getestet und definitiv nicht manuell, sondern sehr, sehr viel automatisiert. Und das dauert sehr, sehr lange. So, jetzt ist Gitpod eingerichtet. Jetzt ist Gitpod eingerichtet. Ihr seht, hier der rödelt hier ein bisschen rum. Was er hier macht, ist, der startet jetzt hier schon das komplette GitLab-Setup und nach einer Weile habe ich sogar hier eine neue GitLab-Instanz, die ich so selber nutzen kann. Das brauchen wir alles gar nicht, weil wir wollen ja nur wirklich die kleinen Leerzeichen innerhalb der Klammern wegkriegen. Ihr seht, also Entwickler unter euch, die werden das hier kennen. Das sieht aus wie Visual Studio Code und funktioniert auch so wie Visual Studio Code. Also man hat hier wirklich alle Möglichkeiten. Und um jetzt mal ganz kurz zu zeigen, wie man das hier machen kann, ist, ich sage einfach, ich gehe hier einfach rein, kopiere mir den Dateinamen raus. Jetzt einfach mit einem Shortcut kann ich auf die Datei
zugreifen. Das ist sie. So ist sie im Code. Die hängt jetzt gerade bei Gitpod in irgendeinem Container, hängt sie rum. Oder Container läuft, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall kann ich jetzt hier sagen, ey, ich möchte jetzt einfach mal diese Datei hier, die können wir uns auch mal anschauen. Genau. Ist jetzt egal, was da drin ist, aber anscheinend ist hier irgendwo ein Fehler drin. Zumindest würde man das meinen. Interessiert mich jetzt an der Stelle auch nicht genau, wo das ist. Ich lasse einfach mal diesen Rubocop-Formatter, dieses Tool, einfach rüberlaufen und er soll das selber. Zeile 13? Oh Mensch, du hast ja wirklich Augen wie ein Meister. Wo ist das? Da hast du. Hier? Ja. Ja, könnte sein. Könnte sein. Werden wir gucken. Auf jeden Fall, was wir jetzt hier machen, ist, wir entfernen einfach diese Zeile. So. Und können hier einen neuen Terminal aufmachen. Ah, hier sind wir. So, hier. Hier haben wir einfach ein Terminalfenster, was in Gitpod läuft. Also Gitpod hat die Entwicklungsumgebung hochgefahren. Ich muss das hier mal ein bisschen größer machen, vielleicht sogar. Genau, hat hier die Entwicklungsumgebung hochgefahren und da habe ich einfach ein vollwertige Command-Line-Tool, also ein Entwickler-Terminal. Ich kann hier Git-Status machen. Genau, der sieht hier, der findet hier nichts. Super, wunderbar. Was ich aber auch machen kann ist, und da gibt es hier sogar eine Hilfestellung. Man kann diesen Code hier einfach reinpacken. So, paste. Was ich jetzt noch hier mal verändern werde, ist, dass ich den Namen von diesen, also von dieser Regel, das ist diese Layout Space Inside Parents Regel mache. Und was ich hier nochmal, damit er nicht den kompletten Code nochmal durchscannt, ich will ihn einfach nur auf dieser Datei hier laufen lassen. Das heißt, ich sage einfach, der soll jetzt hier wirklich einfach nur auf Git lib bitbucket. Der soll einfach nur in diesem Ordner hier arbeiten und soll sich einfach die Dateien, die in diesem Ordner sind, unter anderem auch diese Datei, einfach angucken, ob diese Datei diese Regel hier befolgt. Und wenn ich jetzt hier das hier starte, dann braucht er eine Weile und dann irgendwie ein bisschen Trommelwirbel, dann wird er irgendwie sagen, dass das funktioniert, also dass der, dann wird er das selber fixen. Den Fehler, wenn es einen Fehler überhaupt gibt. Wenn es keinen Fehler gibt, dann wunderbar, dann können wir auch die Zeile, die wir eben gerade hier entfernt haben, natürlich auch als Änderung mit reinbringen, weil das verbessert ja dann natürlich auch schon den Code, weil man dann weiß, okay, da ist überhaupt gar kein Fehler drin. Okay, super. Also an der Stelle... Ich habe Herzen hochgenommen, weil du die Config nicht gespeichert hast. Doch, die Config ist gespeichert. Okay, aber vielleicht... erwartet einen Dateinamen. Dann geben wir ihm mal einen Dateinamen. Was ist das hier? Representation Comment Spec RB. Genau, also ich glaube, er hat sogar schon was gefunden hier. Keine Ahnung warum, vielleicht mache ich das hier auch falsch, vielleicht muss das hier auch irgendwie noch davor oder so. Du musst deinen Pfad stimmen. Mein Pfad stimmt nicht. No such directory. Also ergänzt das ja mit deinem Working Directory und das scheint nicht zu stimmen. Ja, stimmt. Naja, upsie. Nicht zu stimmen. Wo liegt denn der ausgecheckte Code von GitLab? Ach, natürlich, du hast ja völlig recht. Ich bin ja hier, gar nicht in dem GitLab-Code drin. Ja, danke, super Hinweis, das habe ich vergessen auf jeden Fall.
Ich befinde mich hier in der GitLab Development Kit. Das ist ein extra Projekt, was GitLab anbietet, um selber daran zu entwickeln, an GitLab selber. Das ist einfach ein Tool, um an GitLab zu entwickeln. Und da drinnen befindet sich einfach der GitLab-Ordner. Und da drinnen bin ich dann in der kompletten GitLab Codebase. Und wenn ich jetzt das hier wieder ausführe, vielen Dank, das war auf jeden Fall der richtige Hinweis, dann wird er das hoffentlich Daumen drücken, auf jeden Fall finden. Und ja, perfekt. So, jetzt hat er überhaupt keinen roten. Aber er hat die Datei gefunden und sagt, da gibt es keine Offenses, also da ist auch gar nichts drin. Ja, also schade. Haben wir jetzt auch da an der Stelle nicht gefunden. Vielleicht können wir auch einfach mal weitermachen. Nehmen wir einfach mal die hier. Ja, da gibt es sogar zwei Dateien unter Bulk Import. Genau, die können wir auch wegmachen. Warte mal, ich nehme mal. So, ich nehme jetzt einfach mal die beiden weg hier und sage, er soll sich bitte diesen Pfad von den Dateien, die ich jetzt gerade eben weggemacht habe, auch nochmal angucken. So, jetzt brauchen wir nochmal eine Weile und jetzt hoffen wir mal, dass er da was findet. So, wir haben noch 20 Minuten, das kriegen wir noch hin, Leute. Ich sag's euch. Eine Contribution will ich heute noch haben. Du hast noch bis zur vollen Stunde. Ich habe noch bis zur vollen Stunde, sehr super. Sehr super. Wie weit seid ihr beide? Du hast eine Anfrage, dass ich da Workspace teilen möchte. Sehr gut. Dann kann ich da in der Zwischenzeit kann ich da auf jeden Fall hier. Genau, das GitLab-Team war so nett und hat mir hier eine extra Gruppe eingerichtet. Sodass ich jetzt hier sagen kann, wie heißt du? Wieso? Du hast doch oben Pending Access Requests. Du hast einen Menüreiter nach oben. Das bin ich nicht. Nee, das bist du nicht, genau. Access Requests. Access Requests. Bist du das? Guck doch mal aufs Bild. Ja, das sieht so aus. Super. Ja, wunderbar. Herr Punkt. Herr B. Punkt. Also, sehr gut. RB. Punkt. Ja. Super. So, und du? A3S. Ein Moment, der muss noch laden. A3S. 4K. 4K. Ja. Den hier? Ja. Super. Genau, im Nachgang kann ich euch erzählen, warum das nötig ist. Oder, also es ist nicht mal nötig, aber es ist besser für euch, weil ansonsten gehen eure freien verfügbaren CI-Minutes, die jeder hat, wenn man einen GitLab-Account erstellt, werden dann aufgebraucht, wenn ihr solche Contributions macht, weil, wie gesagt, die Pipeline dauert sehr, sehr lange von GitLab. Und wenn wir das nicht machen, dann verbraucht ihr eure eigenen. Das wollen wir natürlich nicht und das will auch GitLab nicht. Arno-GR. Ja. Ja? Super. So. Wunderbar. Wunderbar. Schauen wir mal, was er hier macht. Ja, perfekt. Perfekt. Hier sehen wir sogar. Okay, guck mal. Also er hat hier an der Stelle sogar bestimmte Zeilen gefunden. Könnt ihr das lesen hinten? Ja, so lala. Aber so vielleicht, ja, jetzt wird es ein bisschen besser. Also hier, er hat hier hinten einfach gefunden, in der Datei hier oben, in der Datei ist ganz, ganz hinten, ist noch ein Leerzeichen. Das hat er aber jetzt selber gelöst. Also ich habe da ja keinen Code geschrieben, sondern das hat jetzt Rubocop, das Tool, selber gelöst. Wir können uns hier auch mal die Änderung anschauen. Also er hat hier da beispielsweise eine Änderung gefunden. Wenn wir jetzt ganz auf diese Seite scrollen, dann sehen wir hier, da ist ein Leerzeichen und jetzt hat er es nicht mehr gemacht. Wunderbar. Was wir natürlich jetzt machen können, ist einfach ganz simpel das hier hinzufügen. Vielleicht ändern wir vorher auch nochmal, machen wir vorher auch nochmal einen neuen Branch auf.
was ja wichtig ist, damit wir unsere Änderungen isolieren, weil wir können ja sowieso nicht auf Main können wir ja nicht drauf pushen, also auf den oder auf den Master können wir ja nicht drauf pushen. Das erlaubt uns GitLab natürlich nicht, dass wir das wäre ja auch ja, genau. Aber wir können dann hier an der Stelle können wir uns beispielsweise hier einfach einen Namen überlegen. Ich persönlich mache immer meinen Nutzernamen davor, einfach weil es dann einfach isoliert ist und da vermeide ich einfach irgendwelche Duplikate oder Konflikte mit irgendwelchen anderen Branch-Names. Genau, und da, was ich da jetzt mache, ist einfach Rubocop, fix inside parents. So, da habe ich jetzt diese drei Sachen hinzugefügt. Wunderbar. Mache jetzt einfach Commit. Ah, perfekt. Guck mal, wie schnell er ist. Und jetzt kann ich hier wieder im Prinzip genau das Gleiche reinschreiben. Ich versuche da, mich an so eine Konvention zu halten, die ist nicht relevant für GitLab. Also man kann da wirklich alles reinschreiben und man wird dann auch darauf hingewiesen, bei bestimmten Sachen, wie das auszusehen hat. Also das ist alles sehr automatisiert auch. Ich habe das jetzt alles im Kopf schon, deswegen kann ich das jetzt hier auch so aufschreiben. Fix Rubocop Offense. Layout, Space, Inside Parents, genau. Lassen wir es einfach mal so. Changelog, Other, das ist auch nochmal so eine Sache, wo mich GitLab dann darauf hinweisen würde. Genau, und speichern. Und, wir wollen hier bleiben. Hier. So, jetzt ist es committed, jetzt ist meine Änderung ist committed und jetzt kann ich das auch einfach schön pushen. Also git push origin ja gut, dann mache ich das so hier. Da hast du recht, das wollte ich jetzt nicht nochmal machen. Also man muss es nicht machen, man kann es machen und das würde ich auch normalerweise immer machen, wenn es ein Issue dafür gibt. Aber es ist nicht unbedingt erforderlich. Also das würde einfach nur jetzt ein paar Sachen verbessern, aber dachte ich jetzt, dass das jetzt für die Präsentation einfach nochmal eine Information zu viel wäre. So, was habe ich jetzt hier falsch gemacht? Git push. Zwischen Origin und dem Branch Name in der Zeit. Achso, ja, genau. Ja, genau. So. Jetzt legt er hier los, macht so ein paar Vorab-Checks. Unter anderem checkt er auch selber nochmal Rubocop. Also nimmt sich alle Änderungen, die man vorgenommen hat, und checkt die auch nochmal durch. Und genau, hier unten, der checkt jetzt ja so ein bisschen vor und dann pusht er das nach oben. Und dann sind wir auch gleich fast fertig. Fast fertig, genau. Dann können wir gleich den ersten Merge-Request erstellen und dann haben wir noch 20 Minuten, damit ihr eine Contribution hinbekommt. Perfekt. So, hier, er ist auf jeden Fall durchgekommen. Man kann hier auch schön bei Visual Studio Code direkt draufklicken. Er bietet mir hier an, das kennt ihr alles schon, wenn ihr GitLab einsetzt, dann, sobald man einen Push macht, dann bietet er dir an, auch gleich an, einen neuen Merge-Request zu erstellen. Genau, da bin ich auch schon. Ich nehme meistens auch immer das Template. Ich erweitere, ich habe da ein paar Stellen, einfach weil ich das jetzt schon ein paar Mal gemacht habe, habe ich da noch ein paar kleinere Sachen, die ich da auch noch reinmache, damit die Kommunikation da besser läuft. Aber prinzipiell kann man jetzt hier einfach sagen, create Merge Request. Und damit ist es jetzt, oben. Das ist ein neuer Vorschlag, ja, wo man von diesem Community Repository aus in den Master von GitLab selber was merged. Und wird jetzt nochmal so eine Minute dauern ungefähr, dann im Hintergrund läuft schon so ein CI-Job von GitLab selber, der schon mal den Merge-Request initial auswertet, automatisiert auswertet, da schon ein paar kleinere Hinweise gibt, was man noch verbessern kann. In dem Fall muss da nichts verbessert werden, weil der Code ist ja schon super formatiert von uns. Genau. Aber dadurch können wir dann auch, und darüber können wir dann auch gleich noch den Review anstoßen. Also da können wir wirklich jetzt gleich den Review anstoßen und dann haben wir unseren ersten Merge-Request.
den wir dann auch zumindest zum Review vorbereitet haben. Das wird dann ein Tag, zwei, gut, jetzt ist Wochenende auch gerade, also vielleicht nochmal bis Montag, bis Dienstag irgendwie warten. Und dann ist das gematcht. Und dann habt ihr euren ersten Merge-Request und dann wird euch GitLab dafür sehr danken. Und ihr habt auf jeden Fall einmal die komplette Journey durchgemacht. Jetzt haben wir auf jeden Fall noch 20 Minuten für Fragen. Und ich möchte auf jeden Fall euch auch noch helfen, wenn ihr gerade davor steht, dass wir das auch durchgehen, weil, also finde ich super, dass ihr da mitmacht und oder auch Herr B. Jörg, dass du auch mitmachst. Danke. Genau. Während der läuft, bin ich auf jeden Fall offen für Fragen. Wenn ihr welche habt, dann sagt Bescheid. Super. Diese Roboco, also ich hätte jetzt in dem Fall irgendwie ein Bash One-Liner gemacht, hätte einmal die Liste, einmal die Exclude-Liste durchgemacht, dann Robocop für jede Datei aufgerufen und per Check-in oder gepusht. Also es wird wahrscheinlich den Grund haben, dass du das nicht gemacht hast, damit andere Leute auch noch lernen oder üben können, würde ich jetzt mal einfach mal behaupten. Ist das in irgendeiner Weise markiert, dass so Trivial-Tickets oder Issues, dass die dann sozusagen, bitte von der Community nicht sofort verbraucht werden, damit die übrig bleiben für Anfänger? Oder? Stand auch da sogar ganz oben fertig. Ah, okay, das hatte ich halt nicht gelesen. Dann. Okay. Also, du. Ja. Genau, Community Contribution, please pick up. Genau, also, aber ich kann euch ganz ehrlich sagen, es gibt ultra viele Offenses da. Also, das wird wirklich eine Weile dauern, bis die Community das abgearbeitet hat. Aber es ist natürlich richtig. Also, ich persönlich nehme jetzt diese Tickets nicht, weil ich an der Stelle das natürlich jetzt auch nicht, also, man kann das nebenher noch machen und wenn man an einer Datei ist, dann verbessert man die automatisch dann mit. Also dann gucke ich auch, ob die irgendwo so eine Robocop-Offenses hat. Dann kann ich das auch gleich mitmachen. Wunderbar. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man das GitLab-Team auch nicht überfordert. Du hast völlig recht. Man könnte jetzt einmal komplett autogeneriert einmal durch die komplette Codebase gehen. Am Ende kann ich dir sagen, hast du da 30.000 Changes, die will sich niemand anschauen. Ja? Sondern was man macht, ist wirklich das in kleine Häppchen packen. Ich gebe dir recht. Ich habe eben gerade wirklich diese drei Änderungen hier gemacht. Ich könnte das sicherlich auch nochmal, also ich meine, die Datei ist jetzt nicht besonders groß, ne? Irgendwie 100 Änderungen könnte man nochmal wegnehmen. Wäre wahrscheinlich auch schon zu viel. Also ich würde das wahrscheinlich wirklich immer sehr einfach mich auf irgendwie einen Ordner konzentrieren, das so zusammenpacken, das dann submitten und dann ist der nächste dran. Genau. Das ist aber auch nicht, also nicht, dass ihr denkt, das ist irgendwie hier eine kleine, triviale und unnütze Aufgabe. Das ist wirklich wichtig. Und es gibt sehr, sehr viele Robocop-Offenses, an denen man arbeiten kann. Für einen Einstieg ist das super. Man bekommt einen Einblick in die Codebase, man bekommt mal einen Einblick, wie man daran arbeitet. Das ist eine super Sache. Also kann ich da nur empfehlen. Genauso auch sich in der Dokumentation so ein bisschen austoben und da Änderungen und Typo-Fixes machen. Genau. Hat jemand sonst noch Fragen? Ansonsten komme ich zu euch. Oh. Also wenn ich das jetzt zu Hause nachmachen wollen würde, du hast ja gesagt, dass, also ich möchte das nicht in die Gruppe unbedingt gehen, das mache ich danach selbst privat. So, wie ist es dann mit diesen CI-Punkten danach? Die CI-Punkte werden danach pro Tag irgendwie neu wieder ausgeschrieben oder wie meintest du es danach? Weil wenn ich das Ding pushen würde, würde es halt durch die Pipeline durchmachen, dann würden ja meine Punkte verbraucht werden. Also kann ich das halt nicht unendlich oft machen. Oder? Genau. Also der normale Standardfall ist ja bei GitHub, macht man einen Fork. Also das ist ja der normale Weg. Man hat ja ein Code-Repo, man macht einen Fork und wenn dann in dem Softwareprojekt eine Pipeline hinterlegt ist, dann wird sie natürlich auch bei jedem Merge-Request dann auch laufen oder bei jedem Pull-Request. Das passiert ja auch bei GitHub. GitHub macht es ja, glaube ich, so, dass alle Open-Source-Projekte einfach generell nichts kosten. Deswegen, das ist ja super. Bei GitLab ist das auch so. Bei bestimmten Projekten und unter anderem ist das GitLab-Projekt auch selber ist da auch so, dann würdest du deine Minutes, deine CI-Minuten, dein Kontingent verbrauchen, wenn du dir das selber forken würdest. Also wenn du selber das GitLab-Repo forken würdest unter deinem eigenen Username, dann würdest du da deine verbrauchen. Um das zu verhindern, hat das GitLab-Community-Team einen GitLab-Community-Fork
gemacht. Wo war das? Das war hier, jetzt hier am Ende. Genau, das ist dieser GitLab Community Fork. So, da gehe ich jetzt mal direkt rein. Das ist hier GitLab Community Fork. Also die haben das selber geforkt, und bieten dir dann an, dass du Mitglied wirst in der Gruppe GitLab Community. Das ist genau das, was ich eben gerade gemacht habe. Du hast auch zu Killer Linux, Tempt Killer Linux Tag hinzugefügt. Korrekt, aber Killer Linux Tag ist eine Subgruppe von der großen Gruppe und dadurch hast du, habt ihr das dann auch. Also genau, das ist einfach alles gebündelt auf diese Obergruppe. Und auf jeden Fall, wenn dann... Das geht aufwärts, also so ein Baum aufwärts oder wie? Genau, also GitLab, das ist einfach ein normales GitLab-Feature, hat verschiedene Gruppen. Hat verschiedene Gruppen und die können iterativ genestet sein. Du hast ihn zwar in eine Untergruppe eingeladen, aber ist denn mit dem gesamten Baum drin oder habe ich das missverstanden? Für das CI-Kontingent ist es tatsächlich so, ist es einfach nur so, wer oder die Einstellung, dass das CI-Kontingent für alle Jobs, die in dieser Gruppe laufen, sozusagen nicht über die eigentlichen Nutzer laufen, das ist einfach hier oben eingerichtet. Das ist jetzt einfach so, das hat das GitLab-Team selber gemacht, da habe ich gar nichts mit am Hut. Sie haben mir nur die Rechte gegeben, innerhalb dieser kleinen Keylux-Gruppe einfach Leute hinzuzufügen, weil ansonsten wäre das für so eine Demo blöd, weil man dann vielleicht noch einen Tag oder einen halben Tag noch warten müsste, bis man hinzugefügt wird. Um das einfach, um diese Hürde einfach abzubauen, habe ich das mit denen einfach so besprochen und das ist eine ganz coole Sache. Aber jetzt nochmal zu deiner Frage. Genau. Genau, das GitLab-Team hat einfach selber einen Fork gemacht, hat das in eine Gruppe gepackt und gesagt, diese Gruppe, alles das, was da drinnen läuft und alle Leute, die da drinnen rein entwickeln, die verbrauchen einfach kein Kontingent. Das heißt, dein privates Kontingent, was GitLab dir zugesteht und jedem zugesteht, wird einfach nicht verbraucht, wenn du einen Merge Request erstellst in diesem Community Fork. Früher gab es ganz, ganz viele Leute, die das auf die übliche Art und Weise gemacht haben, dass sie selber einen Fork gemacht haben in ihren eigenen Space und haben dann darüber ganz normal einen Merge Request erstellt in den Master, genauso wie wir das hier gemacht haben. Nur gab es dann da das Problem, dass die Leute ihr eigenes Kontingent dann immer verbraucht haben. Das ist natürlich blöd. Dann haben sie sich immer bei GitLab gemeldet oder GitLab hat sich dann proaktiv auch bei denen gemeldet und hat denen gesagt, ey, Entschuldigung, ihr verbraucht hier wegen unserer Pipeline, weil unsere Pipeline so groß ist, verbraucht ihr euer ganzes Kontingent. Wir schenken euch nochmal x-tausend mehr Stundenkontingent, damit ihr das nicht verbraucht. So haben die das früher gelöst. Jetzt ist es eine deutlich elegantere Lösung, wo sie einfach sagen, das ist total parallel dazu. Also das greift einfach nicht dein Kontingent an. Und wie komme ich dann jetzt in die Gruppe, theoretisch gesehen, so alleine rein? Alleine? Genau. Alleine, before you begin, du brauchst deinen GitLab-Account und dann gehst du hier auf Request Access to Community Fork. Wenn ich da jetzt draufklicke, ist überhaupt kein Problem. Man landet dann in der Gruppe, in der Community Members Gruppe drin. Dann habt ihr hier oben, bei mir steht jetzt hier You already have access, weil ich halt schon drin bin. Jetzt bei Leuten, die noch nicht drin sind, dann steht dann da ein Hinweis, hey, du kannst, ein Issue wird dann automatisch erstellt und du wirst dann darüber benachrichtigt und dann irgendwann fügen dich die Leute hinzu in die Gruppe. Also irgendeiner der Moderatoren, die das dann verwalten, fügen dich hinzu nach einer Stunde, nach einem halben Tag oder so, einen Tag. Ja, und dann kannst du einfach ganz normal entwickeln. Ansonsten kannst du nämlich auch gar nicht da drauf pushen, ja, weil du einfach nicht Mitglied bist. Also es funktioniert wie eine ganz normale GitLab-Gruppe. Ja, genau. Und jetzt zu deiner Frage, ja tatsächlich, also bei GitLab, das ist aber ein Standard-Feature. Es hat nichts mit irgendwie Community oder Open Source Contribution zu tun. Man kann einfach ganz tief verschachtelte Gruppen einfach haben. Besonders von Unternehmen wird das genutzt oder von Hierarchien oder Projekthierarchien, wo man einfach verschiedene Projekte einfach nochmal einzeln isolieren möchte. Ja, das ist ein ganz normales, ist plain GitLab-Feature. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ja, danke. Wie bitte? Ich glaube, ich habe es verstanden. Okay, danke. Cool. Ja. Ich hätte vielleicht noch eine Frage. Ja. Mich würde interessieren, wer steckt denn dahinter? Ne? Also gibt es dann so für die jeweiligen Länder, für Deutschland so Teams dann wirklich, das dann so neben dem Beruf oder hauptberuflich sogar machen und dann durchgehend dann mit diesen Thematiken beschäftigt sind? Genau, also GitLab hat selber ein
Community Contribution Success Team. Das bedeutet, das sind, glaube ich, ich weiß jetzt nicht wie viele, aber das sind 5 oder 6. 6 wirklich Leute, die bei GitLab angestellt sind. Und das sind Entwickler. Also sind einfach Entwickler, normale Entwickler, die auch an GitLab vorher mal gearbeitet haben als Open Source Contributor, aber dann irgendwann vielleicht mal zu GitLab gewechselt sind. Genau. Und die moderieren das. Also das sind diejenigen, die beispielsweise auch diesen Community, diese Community-Gruppe aufgebaut haben, die Community-Members-Gruppe, die das moderieren. Die moderieren auch einen Discord-Channel und so weiter. Und die werden teilweise unterstützt dann auch nochmal durch andere Open-Source-Contributor, die einfach sehr engagiert sind, würde ich einfach mal nennen. Genau. Und diese Open-Source-Contributor, die machen das, weil sie selber GitLab einsetzen in ihrer Firma und dann einfach auch vielleicht mal auf den Geschmack gekommen sind, selber Open-Source-Contribution zu machen. Sie sind auf den Geschmack gekommen, weil sie selber ein paar Änderungen machen wollen an GitLab selber, weil sie sagen, ja, mich stört jetzt, dass der Button rot ist. Das ist natürlich ist nur ein Beispiel, ja, aber mich stört, dass der Button rot ist, der muss grün sein. Dann ändern die das selber, weil es möglich ist, weil GitLab oder der Codebase ist halt offen. Es gibt Wege, das wirklich vorzuschlagen und das dann zu diskutieren. Das sind einfach die Leute. Es gibt auch, in meinem Fall ist es beispielsweise so, dass es auch größere Unternehmen gibt, die mich und mein Team jetzt explizit auch beauftragen, um zu sagen, okay, wir haben hier ein größeres Feature, was GitLab noch nicht hat. Keine Ahnung, das ist jetzt irgendwie sehr speziell irgendwas für die Sicherheit. Ja? Irgendwie eine bestimmte Authentifizierungsmethode ist einfach nicht so gut implementiert in GitLab, wie es sein sollte. Und das interagiert nicht gut mit deren internen System. Sie nutzen aber GitLab selber. Das heißt, dann beauftragen Sie jetzt in dem Fall, beispielsweise mich und mein Team, dass wir dann diese Code-Änderung beispielsweise reinkriegen und dann aber auch in die Community-Version reinkriegen, damit davon dann alle profitieren. Das ist uns dann auf jeden Fall auch immer sehr wichtig und bestimmten Firmen ist das auch wichtig. Also, ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Ja. Cool. So, jetzt haben wir noch 8 Minuten. Es gibt noch weitere Fragen. Ansonsten komme ich auf jeden Fall zu euch, weil ich will auf jeden Fall noch mal 2 weitere Merge Requests haben. Wir gucken noch mal ganz kurz unseren Merge Request an, den wir eben gerade gemacht haben. Ihr seht hier, das ist normale Sache von der GitLab Pipeline. Ihr seht, wie gesagt, es ist ganz schön viel los da gerade. Heute ist auch Wochenende, das bedeutet, heute haben wir auch noch mal mehr Kapazitäten. genau. Aber ihr seht, hier wurden schon der GitLab-Bot, das ist ein automatischer Bot, der von GitLab selber programmiert ist, der geht dann durch und sagt, super, danke für deine Contribution, Gerardo. Wird dann bei euch was anderes stehen. Genau. Und gibt euch dann hier einen Hinweis, was man alles machen muss. Genau. Und hier steht auch schon, das ist der für mich dann immer relevante. Das ist dann der Danger-Bot, der guckt sich wirklich an, okay, gibt es da irgendwie Code, den wir nicht haben wollen, der da gerade reingekommen ist. Ich meine, wir können hier uns mal die Änderung anschauen. Das sind ja, wie gesagt, diese 3 Sachen, die wir gemacht haben. Genau. Also es ist sehr übersichtlich. Und was ich dann an der Stelle meistens immer mache, und damit kann ich dann auch hier, ich stoße dann jetzt einfach mal den Merge Request an. Ich habe hier so ein paar Templates mit drin. Und der schlägt hier auch gerade vor, okay, am besten du nimmst einfach mal diesen Reviewer. Dann packe ich den mal hier rein. Oder sie. Was ist es? Ich glaube, Serhi ist, glaube ich, ein Mann. Gehe ich mal einfach mal davon aus. Auf jeden Fall habe ich hier so ein Template drin und dann kann ich hier auch noch sagen, das gehört zu Backend. Dann labelt er das automatisch und das ist dann besser, weil dann für bestimmte Leute das dann so ein Zeichen ist, dass sie sich das anschauen können. Und dann habe ich jetzt hier mit den Review gestartet. Also jetzt in ein paar Sekunden steht dann hier oben als neuer Reviewer, steht dann der Serhi und der wird sich das dann anschauen und dann gibt er mir Feedback. Vielleicht sagt er, bitte füg noch was hinzu. In den meisten Fällen bei sowas habe ich die Erfahrung gemacht, dann geht das immer eigentlich schnell durch. Genau. Cool. Wer hat Bock auf eine Open Source Contribution für GitLab? Wenn du uns dahin führst. Ihr könnt euch das Video anschauen.
Genau. Ja, ich habe es leider nicht mehr geschafft, zu dem heutigen Vortrag das nochmal so die Links nochmal zusammenzustellen, damit man da leichter sich durchhangeln kann. Genau. Und richtig. Aber es ist auf jeden Fall möglich, auf leichte Art und Weise eine Contribution zu machen. Und genau das Gleiche mache ich auch für größere Sachen. Dann sind sie einfach nur umfangreich und dann bezieht sich das nicht auf irgendwie einen Codefix, sondern bezieht sich das auf tatsächlich Änderungen in der Codebase, um neue Funktionalitäten hinzuzufügen. Genau. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.